Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder zu Legend of Kay. Und wie ihr seht, wir sind bei den Hasen und wollen jetzt ins Hasendorf. Denn da gibt es irgendwie Stress mit den Ratten und das kann natürlich nicht sein. Das müssen wir dringend unterbinden. Wo kam der denn bitte her? Was zum? Wo kommst du denn her? Wenn ich das wüsste, es war ganz schön dunkel da drin und gruselig. Wie bist du denn überhaupt reingekommen? Ich weiß noch, dass ich beim Händler einen Dämonentrank gekauft habe. Dann habe ich ihn hier getrunken und sah plötzlich ein magisches Portal. Natürlich war ich neugierig und bin reingegangen. Warum probierst du es nicht auch mal aus? Das ist natürlich ein Argument. Ist hier vielleicht ein Dämonentrank drin? Zack. Nee, hier ist gar nichts drin. Okay. Dann müssen wir uns erstmal so einen Trank besorgen. Und hier zu Fuß weiter. So schlägst du eine Luftkombo. Okay, das kennen wir schon. Und wir müssen jetzt hier drüber. Gibt es hier sonst irgendwie vielleicht noch was einzusammeln im Wasser? Nee. Okay, gut. Dann ab drüber. Halt! Hier niemand vorbei! Bostak, Anordnung! Das für deine Sicherheit! Dieser Wald kahlgeschlagen! Na klar. Nur zu meinem Besten. Ja, ja. Sieh mal, Rädchen. Tuck hat einen riesen Fehler gemacht und ich muss mit ihm sprechen. Tuck, keine Fehler macht. Nicht sprechen mit dir. Nach Hause gehen, Fellwuschel. Dort ist besser für dich. Hier zu gefährlich. Genau. Versuch doch, mich aufzuhalten, ihr Nagerbubis. Nagerbubis? Richtig krasser Typ. Oh fuck, die haben geblockt. Die Kamera ist echt nicht immer so geil, hab ich das Gefühl. Hat so ein bisschen was von Batman mit dem Ran und Zack und. Was? Da hast du geguckt, hä, Ratte? Sieg! Du hast einen Magiepunkt gefunden. Mit 5 Magiepunkten kannst du die magischen Attacken ausführen. Drücke dazu Viereck, halte sie einen Moment. Okay, das wissen wir auch schon. Wir kriegen jetzt quasi nochmal das komplette Meister-Tutorial in Textform. Was uns natürlich nicht mehr interessiert, da wir es schon können. So, hier ist ein Riesendiamant. Okay, hä? Okay, ich kenne das noch. Hier kommen noch mehr so Diamanten und wir müssen die, glaube ich, alle gleich einfärben. Aber wir befreien erstmal den Hasen. Oh, danke, dass du mich gerettet hast. Tuck und seine Gang sind hinter uns her. Gang? Kannst du meinen Freunden auch helfen? Natürlich, wir werden alle Hasen befreien. Und wir werden uns jetzt einfach mal darauf einigen, wir machen alle diese Kristalle auf Rot. Speichern hier. Hier ist noch verschlossen. Da brauchen wir gar nicht jetzt hingehen. Wir gehen direkt hier durchs Hasenloch. Oh, hier sind, glaube ich, so Trillinge. Die heißen irgendwie ganz merkwürdig. Warte mal, wir gucken mal ganz... Okay. Was hast du zu sagen? Wer bist du? Ich bin Kay. Aber was machst du denn hier? Er sieht nicht aus wie... Genau, Huvu, Luvu und noch irgendwas. Wie dieser Krottel von Tuck. Logo, ich bin eine Katze, ihr Dodos. Wozu ist dieses riesige Katapult? Um mit Katzen auf Ratten zu schießen. Ernsthaft, wir wollten das Rattenlager im Wald angreifen, aber... So weit, so gut. Und? Es ist was schiefgegangen. Als Duwu das Katapult überprüfte, genau, löste er es versehentlich aus und wurde weit weggeschleudert. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Oder Schlimmeres. Aber jetzt irrt er irgendwo im Wildschweinwald umher und er hat den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Oh, entschuldige, den Schlüssel zum Rattenlager. Aber wir kommen nicht bis zu Duwu hin, weil es da so gefährlich ist. Es gibt viele tiefe Gruben, die wir nicht überqueren können. Kannst du uns vielleicht helfen? Ich mach alles, um Tuck und seinen Kumpanen das Handwerk zu legen. Was soll ich tun? Du musst dich durch den Wildschweinwald schlagen und Duwu finden. Das ist sehr schwierig. Vielleicht triffst du ja auf eines der zahlreichen Wildschweine, die dort leben. Wenn du auf einem Wildschwein reitest, kommst du schneller hin und auch sicherer. Die kennen sich dort ja aus. Okay, alles klar. Also an dem Tor, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, das ist, glaube ich, der Eingang zum Rattenlager. Und den Schlüssel bekommen wir halt erst, wenn wir den dritten Bruder Duwu gefunden haben. Und wie krass Kay erstmal die beiden Hasen gedisst hat, ne?
Dodos, Alter. Übelst die Beleidigung. Richtig krasser Typ. So, was steht hier? Achso, das ist nochmal das Schweinerennen. Wir haben hier quasi nochmal ein Tutorial. Okay, Wildschweinrennen. Wir schauen uns trotzdem erstmal um, bevor wir zu dem Wildschwein laufen. Weil ich glaube, das wird nämlich das erste Rennen, was so ein bisschen schwieriger ist. Wobei wir auch schon das erste verkackt haben. Gut, los geht's, Schweinefreund. Okay, wir lassen die Eichel aus, nehmen dafür eine Pepperoni mit. Boah, übelst schnell sind wir. Oh nein, oh nein, nein! Wir haben es verkackt, wir müssen nochmal. Rennen verloren, versuch's nochmal. Okay, kein Ding, machen wir. Los geht's. Also an sich macht's natürlich Spaß. Aber ich darf es halt auch nicht zu oft verkacken, weil sonst wird es halt auch irgendwo langweilig zuzuschauen, wenn wir immer wieder das Rennen machen. Aber wir sind ja jetzt erstmal beim zweiten Versuch. Wir nehmen jetzt erstmal die Eichel mit, weil der war mir gerade eindeutig zu schnell. Und wir wollen kontinuierlich und nicht schnell hier. Oh. Wir müssen die ja alle mitnehmen. Das ist doch voll scheiße. Das war knapp. Also war vor uns mein Sprung das Problem. Schweine stehen auf Eicheln. Das ist fast wie ein Puff. Okay, wir halten ganz gut durch. Oh, da ist schon das Ziel. Da ist das Ziel. Ich brauche scheinbar immer zwei Versuche, bis ich es hinbekomme. Und da ist, glaube ich, auch schon der Bruder. Wir schauen uns trotzdem noch mal kurz um. Ah, hier, siehst du. Zack. Das Schwein ist fertig. Hat zu viele Eicheln im Mund gehabt. Wie im Puff. Wow, das war aber ein super Sprung. Ja, kein Ding, Alter. Welch ein Ritt. Bist du Duwu? Huwu und Luwu haben mich geschickt, dich zu suchen. Geht's dir gut? Sind die Namen nicht grandios? Okay, aber jetzt hängen wir beide hier fest. Es gibt keinen Ausweg. Wenn ich nur ein paar Bomben mitgenommen hätte, diese Wand hätte ich damit bestimmt in die Luft gejagt. Die Wand in die Luft gejagt. So, wie jedes Mal schauen wir uns erstmal um, falls es irgendwie geilen Shit hier zu finden gibt. Schaut aber jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, aber wir können natürlich hier, wie so ein richtiger asiatischer, keine Ahnung was, Bambus zerschneiden. Du hast eine Bombe gefunden, wenn du sie anwendest, zünde sie und 2 Sekunden später explodiert die Bombe. Lauf früh genug weg, denn die Bombe fügt nicht nur Gegnern und Objekten Schaden zu, sondern kann auch dich verletzen. Das ist natürlich uncool. Und wir müssen ja scheinbar die Wand hier wegspringen. Wie wähle ich das jetzt aus? Stand das da? Hä, wie wähle ich denn das Item aus? Okay, Kamera klein und groß machen. Rein und raus zoomen. Hä, wie wähle ich denn das aus? Okay. Stand das gerade da, L1? Toll, du hast es geschafft. Mir nach. Mir nach. Das ist auf jeden Fall der männliche der drei Brüder. Ist hier ein Schild, das mir erklärt, dass ich das auf L1 mache? Wir nehmen auf jeden Fall erstmal nochmal eins mit hier. Hier ist kein Schild, ne? Ich habe jetzt einfach Tasten ausprobiert, es hat geklappt. Aber wie zum Beispiel schalte ich denn durch die Gegenstände durch? Ah, L2. Gut, dann, ja. Okay, alles klar. Wir sind wieder bei den drei Hasen angekommen. Wir sprechen den mittleren an. Hey! Hey! Du hast Duwu gerettet! Puh, Mann, sind wir froh, dich zu sehen, Duwu. Hier, nimm diesen Schlüssel zur Belohnung. Ich glaube, er gehört zum Rattenlager. Probier's aus. Er gehört dir. Ich glaube, du kannst diese Rattenbastarde sowieso besser bekämpfen als ich. Bastarde. Ich dachte, ihr wolltet hier übelst Stress im Rattenlager machen. Jetzt kriege ich den Schlüssel und darf alleine reingehen, oder was? Du hast einen Schlüssel gefunden. Damit kannst du bestimmt irgendwo eine Tür oder ein Tor öffnen. Natürlich. Ne, da ist das Rennen. Wir wollen hier lang.
So, dann machen wir auf. Ach, ich dachte, hier kommt schon wieder ein Rennen. Du hast eine Silbermünze gefunden. Eine Silbermünze ist so viel wert wie 5 Kupfermünzen. Gut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen mir so ganz merkwürdige Käfer und die waren schon früher voll beschissen zu bekämpfen. Und die sprengen hier einfach mal die Baumstämme weg. Die krassen Typen. Boah, Alter. Okay, das ist rot. Boah, Alter, das ist unfair. Au, 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 au. Nicht schön. Übertrieben aggressiv, die Jungs. Das können wir so nicht stehen lassen. Erstmal gespeichert, wieder geheilt. Münzen eingesammelt, so wie es sich gehört. Immer jeden Scheiß mitnehmen. Und da sind wir auch schon im Rattenlager. Und da ist auch schon dieser Kristall auf Rot. Feindkontakt! Feindkontakt! Tja, wenn das nicht die Rattenpatrouille ist. Kommt doch, ihr Schwachköpfe! Ihr Schwachköpfe! So, jetzt ist das hier quasi, das kommt auch öfter im Spiel vor. So wie eine Art Arena-Kampf. Also hier kommen halt jetzt immer so kleine Wellen und wir machen die halt platt und dann ist gut. Oh, schack! Tod! Ich bringe euch den Tod! Und wir müssen aber gleichzeitig auch immer noch schön die Münzen mit einsammeln, weil die sonst verloren gehen. Oh fuck, der hat mich getroffen, das Schwein. Der blockt? Was ist denn das für ein krasser Typ? What? Ich hab nicht... What? Was ist hier los? Der hat mich nochmal getroffen. Jetzt wird's uncool. Jungs. Gut, der hatte dann ein Herz dabei. Ach, die Dinge muss man zerschlagen. Und dann bringen die entweder rot oder was auch immer. Gut, das wusste ich nicht mehr. Also die großen Kristalle, die da gerade waren. Eingesammelt, eingesammelt, eingesammelt. Hinter den Zelten ist nichts. Ah doch, hier sind noch Krüge. Sehr gut. Glück gehabt, endlich bin ich gerettet. Ich war auf einer Mission, ja, um den Drachentor Sie zu finden. Unser Paladin, weißt du? Und dann war da dieses Rattenlager. Mein Gott, ich habe versagt. Ich muss schnell zurück und Tulao berichten, was passiert ist. Genau, gehen wir nach Hause. Und wir kämpfen uns hier weiter durchs Rattenlager. Boah. Das ist ja ein bisschen brutal. Gut, man kann die zerstören. Wir können aber eigentlich auch einfach vorbeilaufen, oder? Ja, dann machen wir das doch. Da werden wir uns gleich oben lang schwingen. Wir holen erstmal die Krüge. Hier geht's aber auch noch weiter. Okay, wir gehen trotzdem erstmal den Weg oben lang. Dreh die Kamera, Junge. Hier ist auch erneut ein Hase. Wie heißt der? Vielen Dank. Hongfei, okay, der hat mal einen anderen Nachnamen. Ich hoffe, dass wir das Dorf nicht gefunden haben. Es liegt im Schutze eines riesigen Baumes. Hoffen wir, dass die Ratten nicht dort einbringen und es besetzen. Und möge meine Familie wohl auf sein. Ich muss mich beeilen. Okay, wir kriegen das hier gerade alles ganz gut gelöst, würde ich sagen. Also wir kommen recht schön voran. Ah, hier unten war gar nichts. Sehe ich gerade. Gut, wir mussten hier oben lang.
Wo kommen diese hässlichen Käfer? Die müssen auf jeden Fall noch kommen. Ah ja, hier runter muss ich, okay. Da hat gerade die Kamera nicht ganz mitgespielt, deswegen war ich mir nicht so sicher. Oh fuck! Ja, genau, wegen so einem Scheiß hier. Aber wir können ja echt einfach vorbeilaufen. So eine Reichweite haben die ja nicht. Boah, hindert denn noch was? Ne. Hey, mein Freund, hier bye drüben. Bye. Hey, was gibt's? Siehst du den Schalter im Boden dort drüben, der von den Ratten bewacht wird? Klar. Drück darauf. Okay, aber vorher muss ich die Ratten ausschalten. Natürlich müssen wir die Ratten ausschalten. Erstmal speichern und dann machen wir hier noch, zack, das Ding auf. Noch ein Berserkertrank. Okay, wir können nur einen tragen. Ich dachte, wir können mehr mit dabei haben. Nein, ich will erstmal das Ding machen. So, Jungs, wer will als erstes vor die Fresse? Alles eingesammelt. Okay, verstehe. Na, kommst du mal raus aus dem Wasser da? Ah, meine guten Münzen. Alle ins Wasser gefallen. So, ich habe hier noch gerade beim Kameraschwenk gesehen, hier ist noch ein Schalter. Aha. Ach, scheiße, mit Zeit. Uncool. Aber gepackt haben wir es. Du hast einen Schlüssel gefunden. Okay, alles klar. Dann machen wir uns wieder nach unten und dann müssen wir jetzt, glaube ich, nach oben und mit dieser Seilrutsche irgendwo hinfahren. Und da kommen wir darüber. Ihr könnt das aufmachen. Ah, okay. Dafür ist der Schlüssel. Oh, hier. Rich Motherfucker. Und von hier aus geht's über die nächste Seilrutsche. Und das Ding hier geht scheinbar kaputt. Oder? Das habe ich vor uns mit der Magieattacke zerstört, oder? Das machen wir jetzt nicht. Das lassen wir erstmal weg. What? Die kommen jetzt schon? Ach du Scheiße. Übelst der fette Bär. Erstmal einen Krug zerschlagen darauf. Hä? Wie er mich ranholen will? Was ist denn das für ein krasser Typ? Okay, der ist ja gar nicht so krass. Quatsch! Schön auf den Rücken, auf den Arsch. Noch eine Arschspalte gezogen hier. Stirb doch, du fettes Vieh! Au, jetzt habe ich Ende vor der Fresse bekommen. Stirb! Was ist das für ein fetter Fight hier gerade? Ist der Zwischenboss oder was? Ey, wo willst du hin? Treffe ich den damit überhaupt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache damit keinen Schaden. Oh, jetzt hat er Rüstung verloren. Okay. Das zeigt uns an, dass er langsam mürbe wird. Okay, jetzt blockt er erstmal, dass ich einen Ast ab hier.
Brustpanzer ist weg. Hals. Das kommt mir vor wie so ein Wrestler. Jetzt ist die Helmpanzerung auch weg. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch einmal treffen oder so. Dann ist hier vorbei. Und stirb. Ach scheiße, immer noch nicht. Komm mal raus aus der Ecke, bevor meine Münzen noch alle ins Wasser fallen. Stirb. Was ist denn dein Problem hier? Da ist er tot. Wunderbar. So, das Ding eingesammelt. Jetzt zerstören wir noch die Krüge. Füllen unsere Energie wieder komplett auf und können weiter. Das war schon wieder ein Kapitel. Das Rattenlager. Alles klar. Dann war es das auch jetzt direkt. Hat ganz gut gepasst in eine Folgenlänge. Finde ich ganz cool. Deswegen, ja, bis zur nächsten Folge. Bye, bye, Leute. Und...